Kunststoffverpackungen sind ein großes Geschäft. Aber Bedenken über die Umweltauswirkungen aus dem dadurch entstehenden Abfall haben eine öffentliche Gegenreaktion ausgelöst. Hallo. Diese Woche schauen wir uns in Business Planet an, wie man mit Plastik nachhaltiger umgeht. In Österreich schauen wir uns an, wie ein Familienunternehmen diese Herausforderung in eine Geschäftsidee verwandelt. Let's take a look. Alpla verarbeitet und recycelt Kunststoffe. Das Unternehmen ist in diesem Bereich weltweit führend und entwickelt innovative, nachhaltige Verpackungssysteme. Eines seiner Kernprodukte ist die PET-Flasche. Was macht PET so besonders? Nun, das Großartige an PET ist, dass es sehr gut recycelbar ist und viele Male im Kreislauf geführt werden kann. Bei der Herstellung des Recyclingmaterials entstehen 90% weniger CO2. Das ist gut für die Umwelt. Das Unternehmen hat sich mit der österreichischen Molkerei Nöhm zusammengetan, die Alpla-Flaschen für ihre Milchprodukte verwendet. Warum eine Plastikflasche? Warum nicht Glas oder Kartons? Es ist sehr einfach. Wir sparen uns gegenüber der Glas-Mehrwegflasche 20% CO2 im Gesamten. Und wir würden für die gleiche Menge an Flaschen zum Transportieren 23 Mal mehr LKWs benötigen als mit der PET-Flasche. Die Vorteile von Kunststoff, insbesondere seine Schutzeigenschaften und seine Haltbarkeit, sind aus ökologischer Sicht ein Nachteil. Deshalb sind zirkuläre Lösungen, also wiederholtes Recycling, wichtig. Unsere Vision ist es, die nachhaltigste Verpackungslösung zu produzieren. Wir werden unsere Recycling-Aktivitäten weiter ausbauen und Innovationen mit weniger Material entwickeln. Sowohl Alpla als auch der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs haben die Circular Plastics Alliance unterzeichnet. Plastik hat einen schlechten Ruf, zu Unrecht Ihrer Meinung nach. Warum? Kunststoffe sind unverzichtbar für Klimaschutz, für Handys, Medizinprodukte. Das heißt, wir brauchen eine intelligente Lösung, damit wir die Vorteile von Kunststoff nutzen können und gleichzeitig verhindern, dass er in die Umwelt gelangt. Und Kreislaufwirtschaft ist genau diese intelligente Lösung. Europa will dieses Jahr einen Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft umsetzen. Er wird Maßnahmen zur Reduzierung und Wiederverwendung von Materialien noch vor der Recyclingphase beinhalten. Das war's für heute. Weitere Informationen über die Circular Plastics Alliance sowie das ausführliche Interview mit der Expertin finden Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuschauen.